Frau Schirmer hat es gerade schon angesprochen, dass wir diesen Aktionsplan fortschreiben werden, auch wenn er nicht so konkret ist, wie er dann werden muss, wenn er ausgearbeitet ist. Ich möchte aber noch eine Bemerkung loswerden, die mich wirklich umtreibt. Frau Herz, Sie haben den Antrag mit Engagement eingebracht, das ich Ihnen auch absolut abnehme. Und Sie haben bei Ihrer Einbringung gesagt, während wir für Kassel, in Kassel alles dafür tun, die Klimakrise abzuwenden, müssen wir gleichzeitig Vorsorge treffen. Das war sozusagen der Plan. Und das sagen Sie im Brust von der Überzeugung, obwohl wir wenige Stunden vorher gerade beschlossen haben, ein neues Neubaugebiet auszuweisen, Flächen zu versiegeln, obwohl die Koalition der Vernunft in der Vergangenheit abgelehnt hat, beispielsweise schrittweise die Innenstadt von Autoverkehr und aus den Parkplätzen zu befreien, um beispielsweise Platz für Bäume zu schaffen, obwohl sie gesagt haben, dem Weiterbau der A44 wird sich Kassel nicht verweigern. Sie haben praktisch an vielen Punkten immer wieder gesagt, nein, wir machen nicht alles für den Klimaschutz. Wir machen nicht alles, um die Klimakrise abzuwenden, sondern wir machen im Grunde ein bisschen weiter. Und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Frage der Solardach. Nun, Präsident Dächer, nun zum für Solarenergie, auch da waren Sie nicht bereit, die Möglichkeit auszuschöpfen. Und ich finde, dass es einfach so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was hier im Brustton der Überzeugung verkündet wird und was auch gut klingt, und dem, was dann praktisch beschlossen wird. Das ist eine solche krasse Kluft, auf die ich einfach aufmerksam machen möchte. Können wir uns im Grunde